Was geht ab, meine Freunde? Willkommen in einem neuen Video von Pascal Support Bodybuilding, Jungs, YouTubers. Und die Deload-Woche neigt sich dem Ende und es geht für mich mit dem richtigen Training wieder los. Und dazu habe ich meinen Trainingsplan verändert. Nach lang hin und her habe ich mich doch dazu entschieden, den Oberkörper-Unterkörper-Plan zu implementieren und 6-mal in der Woche durchzuführen. Dazu habe ich mir gerade einen Plan zusammengeschustert, der aus 3 verschiedenen Oberkörper- und 3 verschiedenen Unterkörper besteht. So, ganz grob erstmal, so sehen meine Oberkörpertage aus. Wie ihr seht, Oberkörpertag 1, Bankdrücken, Latzug, Military Press, Laterals und Arme. Oberkörpertag 2, Bankdrücken, Seal Rows, hintere Schulter, Butterfly, Trizeps, Bizeps. Oberkörpertag 3, Bankdrücken, Latzug, Military Press, Seitheben, Bizeps, Trizeps. So kriege ich all mein Volumen unter, wie ich es bisher auch gefahren habe, habe die Trainingseinheiten nicht allzu lang und kann mich besser auf die einzelnen Übungen konzentrieren. Für die Leg Days habe ich mich jetzt noch nicht allzu sehr festgenagelt. Hier seht ihr den Unterkörpertag 1 mit Deadlifts, Beinstrecker, Beinbeuger und Waden. Ihr wisst, dass ich immer noch nicht squatte und die Beinstrecker, Beinbeuger simulieren in dem Fall jetzt meine Squat-Übung. Dafür will ich aber noch eine andere Lösung finden. Ich hoffe irgendwie in eine Art Hackenschmidt-Variation hineinzukommen, Bulgarian Split Squats, sowas zu implementieren, aber da werde ich jetzt erstmal ein bisschen mit Trial and Error arbeiten die nächsten Wochen und schauen, was geht und was nicht geht. Dasselbe gilt dann auch wieder für den Unterkörpertag 2, der wäre jetzt mit dem Squat eingeleitet. Was ich damit meine, ist allerdings genau das, was ich gerade schon angesprochen habe, eine Squat-Variation, sei es die Hackenschmidt oder die Bulgarian Split Squats. Wie gesagt, da schaue ich ein bisschen über Trial and Error jetzt die nächsten Wochen und Unterkörpertag 3 habe ich auch wieder die Deadlifts, Beinstrecker, Beinbeuger und Waden. Da gilt auch wieder dasselbe. Das sind meine 3 Unterkörpertage. Und wie gesagt, da ist es noch das Trial and Error, was da vorherrscht und was mir noch ein bisschen vorzugeben hat, wie ich überhaupt trainieren kann. Aber an sich schon mal für mich einfacher. Die Tage sind relativ kurz gehalten, ich so auch ein bisschen Mobilität machen kann und mich ausführlicher warm. Was ich ja vorher immer ein bisschen habe schleifen lassen, sodass ich da ein bisschen mehr Fokus drauf legen kann. Alles in allem bedeutet das für mich 6-mal in der Woche ins Gym, bei kürzeren Einheiten, aber dementsprechend einer höheren Frequenz. Was bewegt mich dazu? Erstmal, die Vorlesungszeit ist weggefallen und ich habe mehr Zeit am Tag zur Verfügung, die ich in mein Training investieren kann. Ist dieser Plan meinem alten Plan überlegen? Ist schwierig zu beantworten, da man wieder viele Variablen mit einbeziehen muss in die Rechnung sozusagen. Denn er ist mir in dem Sinne zwar überlegen, dass ich mehr Frequenz fahren kann und darüber auch ein bisschen mehr Volumen bzw. ich mein Volumen besser splitten kann, ist aber in dem Sinne unterlegen, als dass ich den Plan gar nicht hätte auswählen können in meiner Vorlesungszeit, weil ich einfach nicht die Zeit dazu gehabt hätte, weswegen die ganze Fragestellung an sich wegfällt, obsolet wird. Sollst du einen Oberkörper-Unterkörper-Plan machen? Ich würde dir einen Zweier-Split, also einen Oberkörper-Unterkörper-Plan empfehlen, wenn er für alle anderen Variablen Zeit in der Woche, die du ins Training investieren kannst, beispielsweise Lust und Motivation, auch ein wichtiger Faktor. Wenn es in diese Variablen reinpasst, würde ich es dir empfehlen. Du kannst aber auch variieren und sagen, ich gehe nur 4-mal in der Woche ins Training und fahre den Split dann nur 2-mal dementsprechend. Also einen Oberkörpertag, einen Unterkörpertag, Tagpause, Oberkörpertag, Unterkörpertag, Tagpause, vielleicht noch einen Tagpause und wieder von vorne. Und so fährst du eine kleinere Frequenz und kannst trotzdem eventuell mehr Volumen unterbringen. Auf jeden Fall überlegen gegenüber einem 3er, 4er oder noch höheren Split. Wie ihr wisst, komme ich aus dem Ganzkörpersplit und bin damit auch ziemlich gut gefahren. Nur möchte jetzt mehr Zeit wieder ins Gym investieren, weil ich auch einfach Lust zu habe und mich darauf freue, im Gym ein bisschen mehr Zeit zu verbringen, die Mobilität ein bisschen mehr anzugehen, mich ein bisschen eingehender auf die Ausführung zu konzentrieren und alles in allem einfach ein bisschen mehr Zeit vor Ort zu haben, anstatt immer hab in und hab out, rein, schnell wie möglich alle Übungen durchmachen und wieder rausgehen. Vielleicht nur 3 oder 4 Mal in der Woche, aber dafür mit einem höheren Stressfaktor. Es ist Sonntagabend, ich beende jetzt hier mein Deload und fahre noch ins Training. Ich beginne mit einem Oberkörpertraining und nicht mit einem Unterkörpertraining, wie es die meisten tun, weil ich einfach Bock drauf habe jetzt heute Abend und kann auch gleich mal in der Praxis austesten, wie es sich für mich gestaltet, diesen Plan umzusetzen. Da meine Freundin immer das Auto hat, werde ich ein Fahrrad fahren. Kaum was Geileres als nach dem Deload wieder ins Training zu starten. Ich kann meine BCAAs wieder trinken, meine Progression tracken. Besser geht's nicht.
Was geht, YouTube? Wir sind im Training angelangt. Und ihr seht mich hier die Bank machen mit 120 Kilo und 6x5. Es ist wichtig, nach dem Deload wieder mit einem moderaten, mit einem leichten, das heißt leicht, aber mit einem moderat leichten Gewicht einzusteigen. Im Grunde befinden wir uns in einer kleinen Underreaching-Phase, das heißt, wir befinden uns unter unserem Potenzial. Und im Strength-Bereich, mit 120 Kilo, denke ich, fahre ich damit ganz gut. Ich hatte ja im letzten Overreaching in der Phase die 140 Kilo 6x5 bewegt und denke jetzt mit 20 Kilo weniger relativ gut einzusteigen. Wie gesagt, auch besonders im Rückblick auf den letzten Trainingszyklus von mir wichtig, mit moderaten Gewichten einzusteigen und nicht das Ego vorherrschen zu lassen, weil sonst der Trainingszyklus einfach gezwungenermaßen für mich zu kurz wird, weil ich einfach zu schnell, zu krass overreach und einen Deload wieder einwerfen muss. Diesmal versuche ich den ganzen Trainingszyklus dann auch auf die 8 Wochen zu kriegen und bin guter Dinge, das dann auch zu erreichen. Wir sehen es morgen im Unterkörpertraining, wie ich dort mit dem Deadlift einsteige dann. Zur Trainingsauswahl, zur Übungsauswahl nochmal. Ihr seht mich eigentlich immer dieselben Übungen machen. Warum? Weil ich halte gar nichts davon. Ich setze jetzt einen anderen Reiz mit einer anderen Übung. Meiner Meinung nach, der beste Reiz, den du setzen kannst, ist schwereres Gewicht zu bewegen. Und das ist auch der einzige Reiz, den wir brauchen. Ihr müsst euch, wenn ihr die Beschaffenheit eines Muskels betrachtet, also fällt euch auf, dass es eigentlich nur für eine Bewegung gut ist. Zum Beispiel der Bizeps für eine Curl-Bewegung, vielleicht noch eine Drehbewegung. Und was muss man machen? Nur diese Bewegung. Es braucht keinen Überkopf, es braucht keine Rückwärtssalto, Backflip 360, Übungen zwischen den Beinen curlen, sondern ihr müsst einfach nur eine ganz normale Curl-Bewegung ausführen, um einen Reiz zu setzen. Und dann kommt das Volumen hinzu, was euch die Zuwächse garantiert am Ende des Tages. Also, ich mache immer dieselben Übungen, nichts groß Verschiedenes und halte davon persönlich auch nicht viel. Wenn ihr eine Übung gefunden habt, die gut für euch funktioniert, dann macht sie, haltet sie bei und progressiert sie und ihr werdet schon Sachen erreichen. Going places werdet ihr. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt die Military Press und wie ihr seht, arbeite ich hier mit einem sehr leichten Gewicht von, ich glaube, 50 Kilo jetzt insgesamt im Hypertrophiebereich für 4 Sätze. Für mich persönlich ist das schon relativ schwer. Ich habe das jetzt dann natürlich gepackt, aber mal schauen, wie ich da die Progression mache. Sehr langsam auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollte ich an dieser Stelle ein dickes Shoutout da lassen für Lift You Up. Like den Channel, hier oben ein kleiner Link dazu und in der Description findet ihr auch nochmal einen Link zu einem Overhead-Tutorial, was meiner Meinung nach einfach fast perfekt ist. Also bessere Tutorials kann man nicht machen, wie Lars es macht. Also zieht euch auch bei ihm die anderen Tutorials rein zum Deadlift, zum Kniebeugen und profitiert von seinem Wissen und von seiner Fähigkeit, ganzheitliche Tutorials zu erstellen, die wirklich alles abdecken, was man braucht. Die sind natürlich orientiert an gewissen Trainingssystemen oder an gewissen Personen, die etwas propagieren, aber das ist völlig in Ordnung, weil am Ende des Tages trotzdem im Fokus steht, die Ausführung korrekt zu machen. Also Shoutout und schaut euch die Videos bei ihm an. Jetzt wieder ganz normales Seitheben, 5 Sätze, a 12 Reps mit 16 Kilo, kennt ihr bei mir ja schon. Und Bizeps und Trizeps im Supersatz, hier seht ihr die Pushdowns und danach die Bizeps einhändigen Curls am Seil bzw. an diesem Griff. Und das war's dann auch schon mit dieser Trainingseinheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video bzw. checkt jetzt noch den Rest des Videos aus. Peace! Training beendet, jetzt ab nach Hause und was essen. Kratzeis wäre jetzt geil. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Kratzeis kennt. Ich wollte mich noch bei meinen treuen Abonnenten bedanken. Und zwar haben wir am Wochenende die 250 Abonnenten geknackt, mittlerweile sogar die 260. Das ist extrem krass. Also ich freue mich wirklich drüber. Teilt weiterhin, damit wir die 500 schaffen. Ihr wisst, on the road to 500 now. Und going places. Not college, but places. Hallo, falsche Straßenseite. So, jetzt endlich zu Hause. Wie gesagt, noch was essen und dann chillen. So, Post-Workout gibt es jetzt dieses Rührei.
und dazu eine Banane, weil ich keine anderen Carbquellen mehr zu Hause habe, die schnell gehen, also außer Haferflocken oder so. Ich hätte eigentlich noch auf Toastbrot gesetzt, aber nichts mehr da, also muss die Banane zu. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt das mit deinen Freunden, all das, was Fitness-YouTuber so sagen. Peace!